Ratsvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren. Die frohe Botschaft, die der Stadtkämmerer und OB-Kandidat Christian Geselle und seine Koalitionäre aussenden, ist: Kassel geht es gut. Die Stadt hat ein dynamisches Wirtschaftswachstum zu verzeichnen und die Menschen profitieren von dieser Entwicklung, die begleitet wird von einer vorsichtigen Ausgabenpolitik und einer konsequenten Haushaltskonsolidierung. Leider ist dies aber noch nicht einmal die halbe Wahrheit. Denn hier in Kassel spiegelt sich das ganze Elend einer neoliberalen Politik wider, die in Deutschland dazu führt, dass die Wirtschaft boomt, aber die Lebensverhältnisse der Mehrheit der Bevölkerung sich nicht dadurch verbessern, sondern in den letzten Jahren tendenziell unsicherer geworden sind. Dass die Einnahmen der öffentlichen Hand sich verbessert haben, aber die öffentliche Daseinsvorsorge durch eine brutale Austeritätspolitik aufgezehrt wird und die Infrastruktur verfällt. Die offiziellen Erwerbslosenzahlen in den letzten Jahren gesunken sind und die Zahl der abhängig Beschäftigten eine bisher nie gekannte Höhe erreicht hat, aber immer mehr Menschen von ihren Löhnen nicht mehr leben können, weil ein wachsender Teil der Unabhängigen in einem breiten Niedriglohnsektor angesiedelt ist und prekäre, befristete und schlecht entlohnte Jobs hat. Nach wie vor sind nach Angaben der Hans-Böckler-Stiftung in Kassel 44,8% aller Erwerbstätigen in atypischen Beschäftigungsverhältnissen. Im Jahr 2015 waren dies nach Geschlechtern differenziert 33% der männlichen und 66,5% der weiblichen Erwerbstätigen. Die wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre hat daran nicht nur nichts verbessert. Vielmehr ist seit 2003 die Zahl der Menschen in atypischen Beschäftigungsverhältnissen in Kassel um 55% gestiegen, die absolute Zahl der Erwerbstätigen jedoch nur um 18,1%. Zusammengefasst heißt das, dass in den letzten 13 Jahren ein Großteil der Beschäftigungsentwicklung auf Leiharbeit, Minijobs und befristete Arbeitsverhältnisse entfällt. Die insgesamt positive wirtschaftliche Entwicklung hat also zu einer großflächigen Prekarisierung der Arbeits- und Lebensverhältnisse geführt. Und gerade vor diesem Hintergrund müssen wir die Frage stellen, wem es in dieser Stadt gut geht und bei wem von den Entwicklungen der letzten Jahre kaum etwas angekommen ist. Vom Ziel, gleiche Lebensbedingungen und Chancen auf Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für alle zu schaffen, sind wir immer noch weit entfernt. Und in kaum einer anderen Stadt in dieser Größenordnung ist die soziale Spaltung in wohlhabende und arme Stadtteile so groß, die Segregation zwischen Menschen in gesicherten und prekären Lebensverhältnissen, zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund so ausgeprägt wie in Kassel. Was ist ein Haushalt? Ein Haushalt ist zunächst die finanzielle Grundlage eines Regierungsprogramms. Vor allem aber ein in Zahlen geronnenes gesellschaftliches Kräfteverhältnis. Und was für die unselige schwarze Null gilt, die Bundesfinanzminister Schäuble wie eine Monstranz vor sich her trägt, gilt auch für den kommunalen Haushalt der Stadt Kassel. Dieser Haushaltsentwurf ist die Fortschreibung des sozialen Kahlschlags der letzten Jahre. Er zementiert eine Austeritätspolitik, die der Haushaltskonsolidierung um jeden Preis Vorrang einräumt vor den sozialen Interessen und Bedürfnissen der großen Mehrheit der Bevölkerung. Aufbauend auf der Schutzschirmpolitik, die zu einer Erosion wichtiger Elemente der Daseinsvorsorge, wie die Schließung von Bürgerbüros, Stadtteilbibliotheken, der Schließung der Josef-von-Eichendorff-Schule geführt hat, fehlt jeglicher Wille von SPD und Grünen, in der vorliegenden Vorlage Kürzungen rückgängig zu machen. Auch der unselige Trend, Stellen etwa in der Schulsozialarbeit, aber auch in anderen Bereichen der Daseinsvorsorge hauptsächlich befristet zu besetzen, sie in Jafka und teilweise auch noch weitere Beschäftigungsgesellschaften auszugliedern, wird von ihnen fortgesetzt. Hinzu kommt das Fehlen und der weitere Rückgang von gutem und günstigem Wohnraum durch kräftige Mietsteigerungen, der voranschreitende Sanierungsstau an Schulen, die völlig unzureichende personelle Ausstattung bei Inklusion und Kitas, die Blockierung beim Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs sowie der Wegfall von Angeboten für Jugend und Kultur. Im kommenden Jahr drohen den Menschen in Kassel Stillstand und punktuell weitere Verschlechterungen. Der Trend, Kassel wie ein Konzern zu regieren, statt gemeinsam einen Lebens- und Wohnort verschiedener Generationen und Kulturen zu gestalten, muss dringend umgekehrt werden. Besonders aufschlussreich ist die Tatenlosigkeit dieses Magistrats, die sich gerade auch in der Prioritätensetzung im Haushaltsentwurf niederschlägt, im Bereich der Wohnungspolitik. Bereits in seiner Haushaltsrede im September hat Herr Geselle für die sich abzeichnende wohnungspolitische Misere in der Stadt gerade mal ein dürres Sätzchen übrig. Und das lautete, ich zitiere:
Selbstverständlich werden wir auch außerhalb der Flüchtlingsunterbringung und nicht nur mit der GWG auf vielfältige Art und Weise im Jahr 2017 die Versorgung der Menschen mit Wohnraum fördern. Punkt. Zitat Ende. Genauere Erläuterungen dazu? Fehlanzeige. Wir haben immer deutlich gemacht, wir sind für eine dezentrale und menschenwürdige Unterbringung der Geflüchteten. Wir haben stets so abgestimmt, dass wir die Bemühungen des Magistrats in diese Richtung anerkennen und das von Ihnen vorgestellte Kasseler Modell im Grundsatz für richtig halten. Wir haben uns auch, vielleicht erinnern Sie sich noch daran, bewusst nicht an den merkwürdigen Debatten über die betriebswirtschaftliche Rentabilität des Projekts in der Bundesstraße beteiligt. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass die sogenannte Flüchtlingskrise 2015-16 bundesweit, wie auch hier in unserer Stadt, nur das offen zutage treten lässt, was sie an Versäumnissen gesellschaftlich schon vorher angehäuft hatte und worüber außer einigen wenigen Betroffenen bisher niemand so laut geredet hat. Nämlich der Mangel an bezahlbarem Wohnraum ebenso wie auch die schlechte personelle und räumliche Ausstattung in Schulen und Kitas. Übrigens, nur mal so eine Seitenbemerkung an all diejenigen, die hier immer so tun, als stünde hier mit der Unterbringung und Integration der Geflüchteten der Untergang des Abendlandes bevor. Was wir in den letzten anderthalb Jahren erlebt haben, ist eine Herausforderung für die kommunale Infrastruktur und die Aufnahmekapazität für Arbeitsmarkt und Gesellschaft. Ja, aber es ist keine existenzielle Krise. Insofern ist das immer wieder gebrauchte Medienschlagwort von der Flüchtlingskrise eigentlich Unsinn. Der Libanon hat eine Flüchtlingskrise bei inzwischen knapp 3 Millionen Flüchtlingen auf 4 Millionen bisherigen Einwohnern, aber nicht wir. Und das sollten wir Sie vielleicht einfach mal im Hinterkopf behalten. Zur Realität gehört aber eben auch das. Die Lage auf dem Kasseler Wohnungsmarkt ist angespannt. Und das bekommen inzwischen vor allem Menschen mit niedrigen Einkommen zu spüren. Zwar wird in der Stadt viel gebaut, aber dies gilt in erster Linie für frei finanzierte Mietwohnungen im oberen Preissegment, Stadtvillen und Einfamilienhäuser. Dramatisch verknappt haben sich hingegen kleine und günstige Wohnungen, während zugleich inzwischen mehr als 50% aller Haushalte in der Stadt Einpersonenhaushalte sind. Die Zahl der öffentlich geförderten Wohnungen ist in den letzten 4 Jahren von 9.100 auf 8.500 zurückgegangen. Die Zahl der direkt miet- und belegungsgebundenen Wohnungen dürfte inzwischen bei unter 6.000 stehen. Im Zeitraum von 2010 bis einschließlich 2015 sind insgesamt 1.495 Wohnungen in der Stadt aus der Bindung gefallen und die Zahl der in den letzten 2 Jahren beantragten Bauvorhaben in diesem Bereich ist viel zu gering, um den Bedarf zu decken. So wurden etwa in den letzten 4 Jahren gerade mal 41 Sozialwohnungen gebaut. Dass das Herausfallen aus der Sozialbindung sich innerhalb kurzer Zeit drastisch auf den Mietpreis auswirken kann, belegt schon eine einzige Zahl. Insgesamt liegen etwa 23% aller ehemaligen Sozialwohnungen über der durchschnittlichen Angebotsmiete der Stadt. Auf gesamtstädtischer Ebene hat sich die Angebotsmiete im Zeitraum 2011 bis 2014 um 21,7% gesteigert. Lag der durchschnittliche Mietpreis 2011 noch bei 5,51 Euro pro Quadratmeter, so ist er bis 2014 auf 6,71 Euro gestiegen. Die stärkste Entwicklung mit einem Anstieg von 39,6% ist in der Nordstadt zu verzeichnen. Harleshausen folgt mit einer Steigerung von 34,5%. Erwähnenswert ist meines Erachtens außerdem, dass sich die höchste durchschnittlich ermittelte Angebotsmiete mit 7,75 Euro pro Quadratmeter ausgerechnet im Wiesertor befindet. Dies ist durch eine hohe Anzahl von kleineren Wohnungen zu erklären, da diese deutlich teurer sind. Was wir brauchen, ist eine Offensive im sozialen Wohnungsbau. Und das setzt voraus, dass bei den politisch Verantwortlichen ein Bewusstsein dafür entsteht, dass auch in Kassel, wo lange Zeit mit niedrigen Mieten, hohen Leerständen und einer sinkenden Bevölkerungszahl gelebt und geplant wurde, inzwischen Wohnungsnot existiert und sich verschärft. Durch eine Sozialwohnungsquote etwa könnte beim Bau von Wohnungen durch private Investoren abgesichert werden, dass auch im bezahlbaren Segment Wohnungen entstehen. Aber eben nicht nur private Investoren sind gefragt, sondern vor allem die Stadt selber und ihre städtische Wohnungsgesellschaft GWG, um bezahlbaren Wohnraum mit langfristig bestehender Sozialbindung zu schaffen. Frau Koch hat kürzlich in einer Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses, war es glaube ich, gesagt, wer in Kassel eine Wohnung sucht, der findet auch. Und genau solche Äußerungen illustrieren, dass die politischen Verantwortungsträger bei SPD und Grünen längst ihren Bezug zur Realität großer Gruppen der Stadtbevölkerung verloren haben. Was bisher fehlt, ist der politische Wille des Magistrats, endlich in den Wohnungsmarkt einzugreifen. Wenn Herr Geselle in seiner Haushaltsrede den wohnungspolitischen Schwerpunkt auf die Schaffung von Bauland für einkommensstarke Familien legt und zugleich keine einzige Maßnahme zur Schaffung von Wohnraum im niedrigeren Preissegment vorschlägt,
Dann belegt dies eindrucksvoll die ganze Ignoranz, mit der die derzeitige Stadtregierung den Problemen eines erheblichen Teils der Bevölkerung gegenübersteht. In puncto Bildung verschiebt der vorliegende Haushaltsentwurf trotz der Aufwendungen aus dem KIPP dringend notwendige Infrastrukturmaßnahmen für Schulgebäude auf den St. Nikolaistag. Die Investitionslücke liegt immer noch bei 70 Millionen Euro und ist nicht weiter hinnehmbar. Wir fordern hier Mehraufwendungen von 5 Millionen Euro jährlich, nicht weil wir gerne viel Geld ausgeben, sondern weil wir keine Alternative dazu sehen, den Sanierungsstau kontinuierlich abzubauen. Zumal wir davon ausgehen müssen, dass in den nächsten 5 Jahren noch bis zu 100 Millionen Euro an weiteren Sanierungsbedarf, vor allem an den Schulgebäuden aus den 1970er Jahren, hinzukommen werden. Und in diesem Zusammenhang begrüßen wir prinzipiell durchaus die Haushaltsänderungsanträge der CDU, die die notwendigen Sanierungsmaßnahmen an den Berufsschulen bringen. Aber wir sagen zugleich auch, der Sanierungsstau erstreckt sich über alle Schulformen. Und gerade auch ein Teil der Gesamtschulen in der Stadt hätte es genauso dringend. Und wir halten fest, dass die notwendigen Sanierungen nicht zum Vorwand gemacht werden dürfen, um Bildungs-, Stadtentwicklungs- wie haushaltspolitisch riskante PPP-Projekte auf den Weg zu bringen. Denn diese sind zum einen mit einer Teilprivatisierung der Infrastruktur verbunden und würden zum anderen langfristig erhebliche Folgekosten für die Stadt bedeuten. Naja, das wurde ja mal in der Vorsitzung von Herrn Dr. Wett mal so angedeutet. Solche Modelle aus der vergangenen Blütezeit der neoliberalen Ideologie sind mit uns nicht zu machen. Und ich war beim letzten Kiwi-Buch durchaus erleichtert, von Herrn Geselle zu hören, dass er das genauso sieht. Gerade aber, weil wir nicht wollen, dass die Stadt in diese Privatisierungsfalle gedrängt wird, ergibt unser entsprechender Haushaltsänderungsantrag Sinn. Bei der Ausgestaltung der Inklusion brennt es in allen Ecken. Dies gilt für den Bereich der Gebäude, genauso wie für die Personalausstattung. Mit der Umsetzung der Inklusion durch die Landesregierung als Sparprogramm auf dem Rücken von Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehreltern wird der Gedanke der gemeinsamen Förderung und Unterstützung von behinderten und nicht behinderten Kindern ad absurdum geführt. Werden Lehr- und Lernbedingungen sich verschlechtern und wird die postulierte Modellregion Inklusion, zu der Kassel ausgerufen wurde, zu einer traurigen Farce degradiert. Aber die zu unzureichenden Mittel des Landes könnten von Seiten der Stadt ausgeglichen werden. Dies betrifft nicht nur die originäre Schulsozialarbeit, sondern eben auch sozialpädagogische Fachkräfte, die direkt im Unterricht beteiligt werden. Dies kann innerhalb der Rahmenbedingungen für die Modellregion inklusive Bildung eingebracht werden. Das wäre in der Tat mal eine Modellregion, die ihren Namen verdient hätte. Und da könnte man dem ganzen Land mal zeigen, was möglich ist, wenn man ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmt. Und die Kolleginnen und Kollegen, das ist das Wichtigste, nicht mit der Aufgabe und ein paar Beratungsstunden vom BFZ alleine lassen. Es heißt doch immer, die Ressource folgt dem Kind. Leider gibt es abgesehen von einer einzigen Stelle in der Verwaltung gar keine weitergehenden Ressourcen, die irgendwo hinfolgen können. Vom BFZ wird dann erwartet, dass mit den bisherigen Förderschulkräften deutlich mehr Aufgaben wahrnehmen sollen. Wir wollen Inklusion nicht als Sparversion, wir wollen eine verlässliche Ausstattung sowohl in Bezug auf die Gebäude und Lehrmittel als auch auf die personellen Mittel. Die Stadt muss aufhören, sich hinter der völlig unzureichenden personellen Ausstattung durch das Land zu verstecken. Des Weiteren sind wir für einen zukunftsfähigen Nahverkehr und die Erfüllung von Nahverkehrsplanen und Nahverkehrsentwicklungsplänen. Und hierfür sind finanzielle Mittel notwendig. Die Liniennetzreform könnte dazu einen wichtigen Beitrag leisten, wenn der KVG die entsprechenden notwendigen Gelder im Haushalt zur Verfügung gestellt wird. Der entsprechende Änderungsantrag liegt der Staffel vor. Er fordert zumindest weitere geplante Kürzungen abzuwenden. Dass die gegenwärtige Verkehrspolitik der Magistratsmehrheit nicht darauf abzielt, einen attraktiven öffentlichen Nahverkehr zu schaffen und etwa den Fahrradverkehr zeitgemäß zulasten des motorisierten Individualverkehrs auszubauen, wird nicht nur durch die aufschlussreiche zeitliche Nähe zwischen Kürzungen bei der KVG-Netzreform und sich abzeichnender Senkung der Parkgebühren deutlich, sondern auch daran, wie SPD und Grüne mit Anträgen umgehen, die eben dieses Ziel verfolgen. So etwa dem der Freien Wähler und Piraten für die Planungskosten der im Verkehrsentwicklungsplan vorgesehenen Tramverbindung in Karlshausen 50.000 Euro zur Verfügung zu stellen. Was gerade deshalb sinnvoll ist, da es mit der anstehenden Sanierung der 3 Brücken endlich möglich wird, hier in konkrete Planungen und Vorbereitungen einzutreten, damit die hehren Ziele des Verkehrsentwicklungsplans nicht blasses Papier bleiben. Die Ablehnung dieses Antrags unterstreicht nichts anderes, als den Willen, dieses Projekt weiter hintanstehen zu lassen. Ebenso abgelehnt wurde der Antrag des Ortsbeirats Rothen-Dittmold, einen Fahrradweg zwischen der Mombachbrücke und den 3 Brücken zu bauen. Die Umsetzung beider Anträge würde einen Ansatz bieten, um
die Wolfranger Straße auf einer längeren Strecke endlich von einer im Wesentlichen autogerechten Ausfallstraße zu einer Verkehrsachse zu machen, die auch für ÖPNV-Nutzer und Fahrradfahrer leichtere und ungefährlichere Wege nach unten in Montotales Hausen ermöglicht. Leider steht das auf Ihrer Prioritätenliste ganz weit hinten. Aber selbst dort, wo rot-grüne Nahverkehrspolitik erfolgreich das Erscheinungsbild der Verkehrswege umgekrempelt hat, das gebe ich gerne zu, nämlich in der Friedrich-Ebert-Straße, sind Sie nicht bereit, das Begonnene konsequent fortzusetzen. Oh. Nämlich die Planung der Friedrich-Ebert-Straße samt der Weiterführung der bis zur Anna-Straße vorbildlichen Radwegverbindung, ich probiere sie regelmäßig aus, weiterzutreiben. Dabei ist ja gerade die Friedrich-Ebert-Straße ein Aushängeschild, das zeigt, wie es auch gehen kann. Durchaus. Leider zeigt sich daran aber nicht nur die Inkonsequenz Ihrer kommunalen Verkehrspolitik, sondern auch die tiefe soziale Spaltung unserer Stadt, die von Ihrer Politik weiter zementiert wird. Denn im Gegensatz zur Entwicklung der Friedrich-Ebert-Straße steht die Verkehrssituation an der holländischen Straße, an der jedes Jahr mehrere Menschen zu Tode kommen, weil es abseits der Tramhaltestelle kaum Möglichkeiten gibt, sie gefahrlos zu überqueren. Und was haben Sie mit dem Haushaltsantrag des Ortsbeirats Nordholland getan, der vorsah, oberirdische Fußgängerüberwege zu errichten? Abgelehnt. Und das ist eine Bankrotterklärung jeder Politik, die vorgibt, gleiche Lebensbedingungen für die Menschen in allen Teilen dieser Stadt zu ermöglichen. Im Themengebiet Soziales bietet unser Änderungsantrag zur Einführung eines Sozialtickets für 20 Euro im Monat die Chance, Bezieherinnen von Leistungen nach dem SGB II, SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Wohngeld und Grundsicherung eine bessere Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Und wenn wir uns vor Augen halten, ist der Alt-II-Regelsatz gerade einmal 25,50 Euro im Monat für die Nutzung von Verkehrsmitteln vorsieht, sollte eigentlich klar sein, dass das gegenwärtige Diakonie-Ticket keine, auch nur ansatzweise ausreichende Ersatz für ein echtes Sozialticket ist. Mobilität ist sowohl für die gesellschaftliche Teilhabe als auch für die Arbeitssuche wichtig und sollte nicht am Geld scheitern. Ich wünsche mir das Sozialticket als ersten Schritt zur Einführung eines umlagefinanzierten, ticketlosen Nahverkehrs, für den momentan vielversprechende Modellversuche in verschiedenen Städten im In- und Ausland laufen. Nun mal eine kurze Anmerkung zu den Kosten. Ich höre ja immer unterschiedliche Zahlen. Herr Geselle hat vor kurzem von 7 Millionen Euro für das Sozialticket gesprochen. Frau Köpf sprach jetzt von 1 Million Euro. Also allein diese Spannbreite zeigt doch, dass Sie sich noch nicht mal die Mühe machen, plausible und kohärente Zahlen zu präsentieren. Wir kommen mit unterschiedlichen Berechnungen auf Beträge zwischen 530.000 und 850.000 Euro. Das sind verschiedene Szenarien und dafür haben wir Gelder beantragt. Und zu der Mittendrin-Karte, die es ja ab nächstem Jahr geben soll. Das ersetzt das Sozialticket eben nicht, sondern ermöglicht es vielmehr. Denn bisher wurde ja immer argumentiert, auch dass der bürokratische Aufwand viel zu groß sei, um das einzuführen. Jetzt haben wir doch die organisatorischen Voraussetzungen für das Sozialticket mit der Teilhabekarte bzw. Mittendrin-Karte. Das begrüßen wir und deshalb halten wir in diesem Antrag fest, so lange, bis wir endlich dazu kommen, dass die verkehrspolitische und sozialpolitische Vernunft siegt. Es gibt im Hinblick auf Jugendarbeit und Soziales durchaus ein paar Änderungsanträge von SPD und Grünen, die wir ausdrücklich begrüßen und unterstützen. Dass die SPD zur Absicherung der wichtigen und bisher unterfinanzierten Arbeit der Drogenhilfe Nordhessen denselben Änderungsantrag gestellt hat wie wir, freut uns zum Beispiel sehr. Und wenn dies beschlossen wird, ist es uns auch völlig egal, wer sich dafür das Verdienst anheftet. Hauptsache, es geschieht. Dass die Grünen die Jugendarbeit in der Nordstadt und im Wesertor voranbringen und in der hinteren Nordstadt ein Jugendzentrum aufbauen wollen, finden wir ebenfalls richtig. Es war ja auch eine alte Linke vorne, deren Umsetzung nun endlich Gestalt annimmt. Wir haben im KiWiKo diesen Änderungsanträgen zugestimmt. Es ist aber auch dringend notwendig, gerade weil die Schließung des Jugendraums im Philippinenhof und die Verlagerung des Boxcamps in die vordere Nordstadt hier eine schmerzliche Lücke hinterlassen und weil schon seit Längerem klar ist, dass die Kapazitäten des Jugendzentrums Schlachthof ausgelastet sind und die Jugendlichen in der hinteren Nordstadt nur noch sehr eingeschränkt durch die vorhandenen Angebote erreichen können. Bezüglich der Kultur hat der Magistrat der Erosion der jungen, nicht-institutionellen Kultur im letzten Jahr nichts entgegengesetzt, während sie sich gleichzeitig für Vorzeigeprojekte wie der Grimmwelt feiern lässt. Dem Henschel-Gelände als wichtigen Ort verschiedener Initiativen der freien Kulturszene droht, ähnlich wie bei Salzmann, der Verfall, wenn nicht sofort entschieden entgegengesteuert wird.
Wenn die Stadt bei ihrer Kulturhauptstadtbewerbung ernst nimmt, muss sie jetzt handeln. Und auch hier gilt, wie in vielen anderen Bereichen der Stadtentwicklung, zu hoffen, dass private Investoren sich in der Sache schon im Sinne einer nachhaltigen Nutzung und unter Berücksichtigung der kulturellen Bedürfnisse der Menschen im Stadtteil annehmen werden, ist naiv und verschließt die Augen vor der Realität. Apropos Salzmann, spricht eigentlich irgendwer noch davon, auf diesem Gelände etwas zu entwickeln? Oder haben Sie sich damit abgefunden, dass der Investor das Gebäude verrotten und verfallen lässt? Was war nochmal mit der Ankündigung, bei der Suche nach neuen Räumlichkeiten für das Unten und das Haus Hilfestellung zu leisten? Und wo sind eigentlich die Mittel im Haushalt, um die alternative und nicht kommerzielle Kultur von unten zu fördern? Wir haben ja auch kürzlich wieder bei der Vorstellung der Magistratsverleihung zur Kulturhauptstadt bewerben, einiges an schönen Worten in diese Richtung vernommen. Allein uns fehlt der Glaube, denn in der harten Realität folgte darauf bisher wenig. Zur Verbesserung der Einnahmen der Stadt schlagen wir eine moderate Erhöhung beim Gewerbesteuergesetz vor. Wir gehen nicht davon aus, dass dadurch auch nur ein einziges Kasseler Unternehmen der Stadt den Rücken kehren wird. Auch wenn dieselben, die sonst Kassel immer als dynamische und wirtschaftlich expandierende Großstadt postulieren, bei diesem Thema dann plötzlich ganz kleinlaut werden und die harte Standortkonkurrenz mit solchen Mitbewerbern wie Baunatal und Lofelden ins Feld führen. Die von uns geforderte Gewerbesteuer bliebe immer noch unter den Sätzen der Stadt Frankfurt. Überhaupt wäre es Aufgabe der Spitzen der Kasseler Kommunalpolitik, sich über den Hessischen Städtetag für eine Vereinheitlichung der kommunalen Gewerbesteuersätze einzusetzen. Nämlich durch Unterbieten der Gewerbesteuersätze, sich Standortvorteile für die Anwerbung großer Gewerbesteuerzahler einkaufen zu wollen, ist eine gesamtgesellschaftlich schädliche Kannibalisierungspolitik von Kommunen, deren Abschaffung letztendlich für alle steuerzahlende Gewerbe eine klarere und offene Kalkulationsgrundlage ergäbe und sachbezogene Standortentscheidungen begünstigen würde. Mit der von uns geforderten Anhebung der Hebesätze verbinden wir natürlich auch das Ziel, die Unternehmen an den bisherigen und zukünftigen Millionenkosten für die Entwicklung des Gewerbegebiets Langesfeld und dem chronisch defizitären Millionengrab Kassel-Calden heranzuziehen. Der jetzige Haushaltsansatz für Gewerbesteuereinnahmen bleibt mit 147 Millionen sehr bescheiden und erheblich hinter den erzielten Zahlen des Vorjahres sowie Prognosen des Statistischen Landesamtes zurück. Damit wird die Stadt arm gerichtet und beispielsweise dringend notwendige Ausgaben im Bereich des sozialen Wohnungsbaus aus vermeintlichen Sachzwanggründen verhindert. Dem Schuldenabbau wird damit also eine höhere Priorität eingeräumt als der Verbesserung der Lebensumstände der Kasslerinnen und Kassler. Und daran muss sich dringend etwas ändern. Über den Flughafen Kassel-Calden verliere ich jetzt mal nicht viele Worte, außer dass die schönen Zahlen und Angebote, die da präsentiert werden, wenn man sie sich genauer anguckt, gar nicht so toll sind und dass das Ganze hochsubventioniert ist und nach wie vor unsere Forderung lautet, keinen Tag länger warten, Rückstufung des Flughafens zum Verkehrslandeplatz, keinen Euro für einen überflüssigen Flughafen, für den es verkehrspolitisch keinerlei Relevanz gibt. Und weil wir gerade bei haushaltspolitischer Verantwortung sind, Sie werfen uns ja immer vor, wir würden verantwortungslos immer nur fordern und Anträge stellen, mit denen wir das Geld mit beiden Händen zum Fenster hinauswerfen. Ja, das ist genau das, was uns ja auch im Kiwiko entgegenschlug, als wir unsere Haushaltsänderungsanträge eingebracht haben. So etwa das Sozialticket, die Aufstockung des Betreuungsschlüssels in den Kitas etc. Aber was konnten wir denn im Verlaufe der Haushalts- und offensichtlich auch Koalitionsverhandlungen in der letzten Zeit erleben? SPD und Grüne wollen beim öffentlichen Nahverkehr 300.000 Euro einsparen, sind aber zugleich, um die FDP mit ins Boot zu holen, bereit, zwischen 2 und 3 Millionen Euro durch die geplante Absenkung der Parkgebühren zum Fenster hinauszuwerfen. Man lerne, nicht ökonomisches Verantwortungsbewusstsein oder Verantwortungslosigkeit sind hier anscheinend die maßgeblichen Kategorien, sondern die Frage, welche Prioritäten gesetzt werden und welche Stadt wir eigentlich wollen. Mit welchen Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger und welche gesellschaftspolitischen Weichenstellungen wir damit ermöglichen wollen. Die Parteien der Magistratsmehrheit wollen anscheinend, bleiben wir bei dem Beispiel, lieber die CO2-Belastung, die Feinstaubwerte in der Stadt noch weiter hochtreiben, indem sie den motorisierten Individualverkehr einseitig ermutigen, als einen zukunftsfähigen, attraktiven und für alle Menschen bezahlbaren öffentlichen Nahverkehr zu fördern. Und für dieses Ziel, das wir rein zufällig mit CDU und FDP teilen, sind sie dann eben auch bereit, auf Einnahmen von mehreren Millionen Euro zu verzichten. Lange Rede, kurzer Sinn.
Der vorliegende Haushaltsentwurf schreibt das fort, was in den letzten Jahren an falschen und zerstörerischen Weichenstellungen dieser Stadt geschehen ist. Und diese Politik werden wir nicht unterstützen. Wir unterstützen alle Anträge, und zwar egal, ob sie von der CDU, der SPD oder auch von der FDP kommen, die den Menschen soziale Verbesserungen und einen Zuwachs an Lebensqualität bringen, die Inhalte sehen. Aber diesen Haushaltsentwurf in seiner Gänze werden wir ablehnen.